Hast du gewusst, dass der Neptun früher nicht immer der äußerste Planet des Sonnensystems war? Oder dass die Gravitationskraft auf der Oberfläche des Neptuns etwa gleich groß ist wie auf der Erde? Nicht? Dann wird es höchste Zeit, dass du mehr über diesen grandiosen Planeten erfährst. Und damit herzlich willkommen bei Mr. Wissen. Dieses Video ist eine Kooperation mit dem Kanal 10 Fakten. 5 Fakten gibt es auf meinem Kanal und 5 weitere Fakten findest du auf dem Kanal 10 Fakten. Schau also unbedingt noch bei ihm vorbei, bevor du dir mein Video reinziehst. Fakt Nummer 1. Zu Beginn gibt's wie immer ein paar allgemeine Daten. Mit einem Durchmesser von 49.244 Kilometer ist der Neptun 3,8 mal größer wie die Erde und somit der kleinste Gasplanet in unserem Sonnensystem. Der Abstand zur Sonne beträgt 4,5 Milliarden Kilometer, damit ist er der äußerste Planet des Sonnensystems. Ein Neptunjahr dauert 165 Erdjahre. Das Gewicht des Neptuns beträgt 1,024 mal 10 hoch 26 Kilogramm. Er ist damit 17 mal schwerer als die Erde. Die Fallbeschleunigung auf der Oberfläche beträgt 11,15 Meter pro Sekunde im Quadrat. Auf dem Neptun wärst du also etwas schwerer wie auf der Erde. Fakt Nummer 2. Neptun ist wie Uranus nicht an seinem heutigen Ort, sondern in der Nähe von Jupiter entstanden. Als sich der Jupiter zu einer Größe von über 300 Erdmassen aufzublähen begann, war seine Anziehungskraft allerdings so groß, dass der Neptun nicht noch mehr Gewicht ansammeln konnte und er blieb bei seinem heutigen Gewicht. Aufgrund der großen Gravitation von Jupiter wurde Neptun aus seiner ursprünglichen Umgebung in der Nähe von Jupiter weg und somit an seinen heutigen Platz katapultiert. Wäre der Neptun an der Stelle entstanden, an der er noch heute ist, wäre er nicht schwerer als 10 Erdmassen geworden. Fakt Nummer 3. Leben, wie wir es uns vorstellen können, ist auf dem Neptun nach der Meinung fast aller Astrowissenschaftler nicht möglich. Der Neptun ist dazu viel zu weit von der Sonne entfernt. Es ist also viel zu kalt auf ihm. Außerdem hat der Neptun keine feste Oberfläche. Das einzig feste ist der Kern und der ist etwa 7000 Grad Celsius heiß. Fakt Nummer 4. Kann man den Neptun von bloßem Auge von der Erde aus sehen? Da der Neptun sehr weit von der Sonne entfernt ist, wird er auch nicht sehr fest von ihr angestrahlt. Das führt dazu, dass seine scheinbare Helligkeit nur sehr tief ist. Man kann Neptun also nur bei den besten Bedingungen und nur wenn man weiß, wo man suchen soll, von bloßem Auge sehen. Bei der Beobachtung ist ein Fernglas oder ein Teleskop sehr hilfreich. Kommen wir zum letzten Fakt für heute, Fakt Nummer 5. Neptun war früher, als Pluto noch ein Planet war, nicht immer der äußerste Planet des Sonnensystems. Aufgrund der stark elliptischen Umlaufbahn von Pluto kreuzen sich die Umlaufbahnen von Neptun und Pluto. Die Konsequenz ist, dass Pluto manchmal näher und manchmal weniger nahe an der Sonne ist als Neptun. Da Pluto aber nicht mehr als Planet, sondern nur noch als Zwergplanet angesehen wird, ist Neptun heute immer der äußerste Planet unseres Sonnensystems. Falls du dir das Video von 10 Fakten noch nicht angesehen hast, solltest du das unbedingt noch nachholen. Wir sehen uns dann in einer Woche zu einem neuen Video wieder. Abonniere also meinen Kanal, damit du keine Videos mehr verpasst und like dieses Video doch, wenn es dir gefallen hat. Und wenn du jetzt noch Lust auf mehr spannende Fakten hast, ist mein Instagram-Account genau das Richtige für dich. Dort gibt es nämlich noch viel mehr spannende Inhalte.